Klingt ein 3-Meter-Kabel für 70 Euro besser als dieses hier für 1,70 Euro? Wir finden es heraus. Jetzt in deinem Adventkalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video-Recording-Blog Adventskalender. Kabel können zu einer echten Religion ausarten, vor allem bei Gitarristen, denn da bei Gitarren zunächst einmal recht geringe Ströme von der Gitarre zum Amp fließen müssen, müssen diese logischerweise auch diese lange Kabelstrecke ohne möglichst viel Widerstand hinter sich bringen. Unbestritten ist natürlich, dass die Verarbeitungsqualität von so einem Kabel hier mit einem Meterpreis von 20 Euro, dann noch hochwertiger Neutrik-Stecker dann und dann lebenslange Garantie, dass die natürlich um Länge rottauglicher und haltbarer und damit natürlich auch nachhaltiger ist als die von diesem Beilegekabel, das du hinterhergeworfen bekommst, wenn du im Musikladen deines Vertrauens nicht schnell genug die Tür zugemacht hast. Der nahezu religiöse Part beginnt für mich aber dann da, wo behauptet wird, dass teure Kabel auch besser klingen. Denn ich bin der Meinung, dass es dem Strom erstmal herzlich egal ist, ob er durch Kupfer, durch versilbertes Kupfer oder auch durch Gold fließt. Und um zumindest diesen klanglichen Part mal genauer zu beleuchten, machen wir heute einfach mal die Probe aufs Exempel. Ich habe 2 nackte Gitarren über meine Apollo eingespielt und die schicken wir jetzt mal per Reamping an meinen Marshall da hinten, den ich mit einem SM57 für dich aufgenommen habe. Anschließend vergleichen wir dann die beiden Aufnahmen in der DAW und ich bin mal gespannt, welche von beiden besser oder ob sie einfach nur anders klingen. Jetzt aber zunächst mal zur Aufnahme. So, Aufnahme ist im Kasten und eins kann ich als Erfahrungswert aus der Aufnahme schon mal mitgeben. Dieses günstige Kabel hat ein deutlich höheres Grundrauschen als dieses Kabel. Das ist aber prinzipbedingt. Guck dir mal die Abschirmung hier an, die ist ja deutlich fetter als hier. Das heißt, dieses streichholzdünne Kabel muss natürlich vom Prinzip her mehr rauschen als dieses hier. Aber wie ist der klangliche Unterschied zwischen den beiden? Wir hören es uns mal an. Einmal mit Band, einmal ohne. Wir starten ohne Band und wir hören zunächst einmal das günstige Kabel, das Billo-Kabel und dann das teure Kabel, das Gönno-Kabel, wie man heutzutage so schön sagt. Aber starten wir mal erstmal mit dem günstigen Kabel. Also, los geht's. Eieieiei. Also, davon besser oder schlechter zu sprechen, fällt mir jetzt echt schwer. Wir beschreiben einfach mal, was ich gehört habe. Oder ich beschreibe mal, was ich gehört habe. Dieses günstige Kabel klingt deutlich durchsetzungsfähiger, grätziger, aggressiver. Dieses klingt weicher, klingt smoother, insgesamt ausgeglichener über den gesamten Frequenzbereich. Aber ob ich jetzt behaupten könnte, dass eins von beiden besser klingt? Vielleicht hören wir uns das Ganze am besten mal im Zusammenhang mit der Band an. Und vielleicht ist dir aufgefallen, ich habe nur 2 Takte als Auswahl genommen, damit wir eben nicht abgelenkt werden durch unterschiedliche Spielweisen oder andere Stellen im Song oder so, sondern wirklich nur diese 2 Takte. Wir hören uns das Ganze mal mit Drums und Bass an, die ich mal ein bisschen unterstützend hinzugebe. Und wir starten wieder mit dem günstigen Kabel und dann gucken wir mal, wie das klingt. Also, los geht's. Also ich glaube, die Frage nach besser oder schlechter werden wir heute nicht mehr klären. Du kannst ja deine Meinung unten auch mal reinschreiben. Also es klingt tatsächlich deutlich aggressiver mit dem günstigen Kabel, samtiger, ausgeglichener mit dem teuren. Du siehst, dass ich hier die Marke zuhalte, weil ich möchte nicht Werbung für dieses Kabel machen. Ich wollte einfach nur zeigen, was ein hochwertiges Kabel im Sound überhaupt ausmacht. Es gibt einen Unterschied, ja, das können wir festhalten. Ist dieser relevant? Ich würde sagen, also Gitarre, Spielweise, Verstärker, Mikrofon und vor allem Mikrofonposition. Das ist der Faktor, der deutlich mehr Einfluss hat
hat auf den Sound als vielleicht ein Kabel. Von daher Prioritäten richtig einzuschätzen ist vielleicht hier auch nochmal ein Ding. Ja, das Kabel ist auf jeden Fall hochwertiger und damit auch um Länge nachhaltiger als das günstige Kabel. Aber dieses Kabel ist keine Ausrede, warum du einen Gig nicht spielen kannst. Deswegen schmeißt dir ruhig so ein günstiges Kabel in deinen Koffer rein. Dann hast du immer eins bei. Falls du mal ein teures Kabel vergessen hast, hast du immer noch eins in Reserve dabei. Schreib, wie gesagt, deine Meinung unten rein. Und falls du wissen möchtest, wie ich mit einer App gesteuert mein Mikrofon verschoben habe, dann guck als nächstes in dieses Video. Da sehen wir uns. Bis die Tage. Mach's gut und Yassou.